Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Holster hat endlich den neuen Smurf Daddy rausgebracht. Lange haben wir drauf gewartet, endlich ist er da. Ich würde sagen Intro, Kopfbau und dann Review. So, servus und willkommen zurück. Wie gesagt, heute das Review zu dem neuen Smurf Daddy von Holster. Ich glaube, dieser Tabak wurde zuerst angekündigt auf der Shisha-Messe oder sollte rauskommen zur Shisha-Messe 2020. Die ist ja leider aufgrund von Corona ausgefallen und nicht nur die Shisha-Messe hat sich verspätet und kommt erst nächstes Jahr, sondern auch der Smurf Daddy kam deutlich später. Aber endlich ist das Ding da. Wir können ihn testen, wir können ihn kaufen, wir können ihn rauchen. Und ich habe ihn hier und ich habe ihn gebaut und ich würde sagen, wir kommen zum Review von dem Smurf Daddy. Erstmal vorneweg, was soll das Ganze denn eigentlich sein? Also auf der Packung sehen wir als erstes ein komisches blaues Männchen, das vor einer Eiskugel, die rot ist, und vor einer Eiskugel, die blau ist, liegt. Aber eigentlich soll der Smurf Daddy eher so in Richtung Fruchtzwerge, Joghurt, Beeren und Maracuja-Früchte gehen. Also eine sehr, sehr verrückte Kombi auf jeden Fall. Klingt ehrlich gesagt nicht nach einem Tabak, der jetzt für mich gemacht ist sozusagen. Ich mag eigentlich diese ganzen Joghurt-Dinger und sowas nicht. Es gab zwar früher ein paar von PX1, die ich sehr krass gefeiert habe. Die Frozen-Joghurt-Line von PX1. Meiner Meinung nach hat niemals irgendjemand besser Frozen-Joghurt in einem Shisha-Tabak umgesetzt als PX1. PX1 gibt es aber leider nicht mehr. Das heißt, eigentlich ist es auch kein wirklicher Vergleich mehr. Jedenfalls haben wir jetzt den Smurf Daddy am Start. 17,90 € kostet das Ganze, wie wir das eben von Holster so gewohnt sind. Schnitt und Feuchtigkeit habt ihr eben schon im Kopfbau gesehen. Ich würde sagen, wir kommen mal zum Geruch und gucken mal, ob wir da auch einen Maracuja-Bären-Mix-Joghurt rausschmecken können. Es soll übrigens vor allem Himbeere und Brombeere sein. Also, wenn man sich das so an die Nase hält, riecht man auf jeden Fall eine fruchtige Note. Definitiv eine Maracuja-Note. Aber Himbeere und Brombeere, weiß ich nicht. Also da ist noch sowas Fruchtiges, Säuerliches im Hintergrund. So, ne, Joghurt ist ja auch meistens säuerlich. Es hat aber natürlich auch eine fruchtige Süße mit dabei. Aber also ich glaube, wüsste ich nicht, dass Himbeere und Brombeere drin sein soll, würde ich das auch auf jeden Fall nicht rausriechen können. Schnitt und Feuchtigkeit, wie gesagt, habt ihr im Kopf vorgesehen. Tipptopp, wie von Holster halt eben gewohnt, ne? Absolut astrein. Also Tabakqualität definitiv on point. So, Holster hat gesagt, das Ganze soll ein Joghurt-Flavor sein mit fruchtig süßen Früchten mit dabei. Das Ding ist, ein Punkt habe ich euch noch nicht gesagt, den ich da auf jeden Fall rausrieche. Und das ist so eine leicht cremige Note, die sehr stark an den Winter Edition erinnert. Und ich würde fast die Hand für ins Feuer legen, dass da irgendwo ein kleiner Hauch von entweder genau denselben oder sehr, sehr ähnlichen Aromen von der Winter Edition mit drinne sind. Aber man muss es einfach erwähnen. Es ist nicht viel, es ist nicht penetrant, es ist ganz weit im Hintergrund, aber es ist auf jeden Fall dabei. Ein kleines bisschen von Winter Edition hat man auf jeden Fall irgendwie noch mit dabei. Das kann man, also das muss man auf jeden Fall erwähnen. Ob das Ganze jetzt trotzdem fruchtig, süß und frisch ist und nicht cremig, Winter Edition-lastig, das sagt uns der Geschmack. Und zum Geschmack kommen wir, nachdem wir uns nochmal die Rauchwolken angeguckt haben. Aber Leute, das ist ein Holster. Ne? Also seht selbst. Ja, der muss ich nichts mehr sagen, oder? Ja, also absolut krasse Rauchentwicklung, wie wir das halt von Holster so gewohnt sind. Wunderbar, ne? Und sogar Ringe gehen mit dem Tabak wunderbar. So, nachdem wir, wie gesagt, uns den Rauch angeguckt haben, kommen wir mal zum Geschmack vom Smurf Daddy. Muss ich auch nochmal, ne? Ich nehme nochmal einen Zug.
Also, es ist auf jeden Fall eine unverkennbare Joghurtnote. Aber diese Joghurtnote hat vor allem ein Problem. Und das ist, dass im Hintergrund von der Joghurtnote auf jeden Fall noch die Winter Edition mit durchkommt. So, meine Freundin mag den Winter Edition zum Beispiel richtig, richtig gerne. Ich mag ihn auf der anderen Seite gar nicht mehr. Am Anfang ging es noch klar, aber irgendwie nach einer Dose hatte ich davon echt genug. Also Winter Edition war für mich eher nix. Und deswegen stört mich diese Note auch so ein bisschen. Sie ist sehr im Hintergrund, aber sie ist mit dabei. Vielleicht ist jetzt auch kein Winter Edition dran und Holster sagt danach Bescheid, so Digga, du bist ein Depp, da ist gar kein Winter Edition dran, was schmeckst du da wieder raus? Wäre nicht das erste Mal, dass das passiert, aber meiner Meinung nach ist da irgendwas doch leicht cremiges, auch wenn Holster sagt, er soll absolut nicht cremig sein. Ich finde, für diese Joghurtnote wurde sich da ein bisschen bei Winter Edition oder bei Winter Edition ähnlichen Aromen bedient und die schmeckt man auf jeden Fall. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr da auch Winter Edition rausschmeckt oder ob ich da komplett auf dem Holzpfad bin. Es ist halt dabei. Das gefällt mir nicht so gut. Aber auf der anderen Seite kommen wir jetzt wieder zu vielen positiven Sachen. Es ist auf jeden Fall eine leckere Maracuja. Es ist auf jeden Fall noch eine Art Beerenmix im Hintergrund. Ich könnte aber auch beim Geschmack jetzt nicht sagen, das ist definitiv eine Himbeere und definitiv eine Brombeere. Aber ich habe da auf jeden Fall noch eine bärige Note mit am Start. Und diese bärige Note zusammen mit der Maracuja-Note ist sehr, sehr nice. Das gepaart mit der Joghurtnote oder das, was ich dann im Endeffekt als Joghurtnote interpretiere, ist auch sehr, sehr geil. Plus, was man auch auf jeden Fall noch erwähnen muss, ist, dass der Tabak definitiv eine Kühle mit am Start hat, die natürlich von dem Holster Booster kommt, der hier schon mit reingerührt ist. Also ihr müsst da nicht nochmal extra Frische dazugeben oder so. Der Tabak von Holster, der frisch sein soll, der kommt jetzt immer schon mit einem Hauch Booster und ist dementsprechend dann eben auch schon ein bisschen frisch. Es ist eine angenehme Frische, keine krasse Frische, aber die ist auf jeden Fall auch mit am Start. So, die Maracuja-Note ist geil. Die Beerenmix-Note ist auch sehr, sehr geil. Wie gesagt, ich könnte jetzt nicht sagen Himbeere und Brombeere, aber das schmeckt auf jeden Fall nice, was da noch so an Beerenmix mit dabei ist. Die Joghurtnote ist aber mit dieser Mischung aus diesen Winter Edition Aromen irgendwie nicht so ganz meins. Was heißt das jetzt für die Gesamtbewertung vom Tabak? Also ich muss sagen, dass ich ein kleines bisschen enttäuscht bin, dass ich da eben diese Winter Edition mit rausschmecke, weil ich Winter Edition nicht so gerne mag. Auf der anderen Seite sind die Früchte halt doch sehr, sehr lecker und irgendwie kann ich mich die ganze Zeit jetzt nicht entscheiden, finde ich den Tabak super nice oder finde ich ihn nur okay. Er ist auf keinen Fall schlecht, ich finde, man kann ihn gut rauchen. Ich bereue es jetzt auf jeden Fall nicht, hier eine Dose geholt zu haben oder so. Aber ob ich mir noch viele weitere hole, das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil entweder wird es mich irgendwann zu sehr abfacken mit dieser Winter Edition Note oder ich sage, die Beerenfrüchte da drinnen sind so nice gepaart mit der Maracuja, dass es mir der Tabak doch wert ist, nochmal 17 Euro dafür auszugeben. Ob ihr es im Endeffekt riskieren wollt, müsst ihr wie immer selbst wissen. Das ist nur meine ganz subjektive Meinung zu diesem Tabak. Ich sage euch nur, wie er mir schmeckt und nicht mehr und nicht weniger. Aber auf jeden Fall kein übler Tabak geworden. Was ihr draus macht, das müsst ihr wissen. Leute, ich hoffe, das Review konnte euch trotzdem ein bisschen weiterhelfen, auch wenn meine Meinung da irgendwie wieder so ein bisschen einen Spagat macht. Aber so ist es halt leider. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Falls das so sein sollte, sehr, sehr gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha-WG.